Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich dann für euch einen vielleicht etwas kleineren Try-On-Haul. Ist auch halt so wieder so ein Mix. Aber naja, ich zeige euch dann mal so, was ich alles für euch, oder eher gesagt für mich sozusagen eingekauft habe. So am Ende vom letzten Monat, Anfang von dem Monat. Also Anfang Januar, Ende Dezember. Und ja, ich fange auch schon gleich mit der ersten Sache an. Es ist diese Hose hier. Und zwar, ich habe ja wieder bei Shein bestellt gehabt. Und die finde ich total cool. Und auch wieder mal sehr bequem. Vor allem auch die Waschung von der Hose finde ich sehr, sehr gut. Es ist eigentlich perfekt. Auch wenn ich die kleinste Größe habe, ich glaube ja XS, sitzt es hier oben trotzdem halt noch ein bisschen. Also nicht so eng, also muss ich dazu noch einen Gürtel tragen, aber ist weiterhin nicht so schlimm, aber Hosenlänge finde ich ganz okay so und ja, ist auch mal wieder vom Stoffe wie dasselbe, was vom anderen ist, also von meiner letzten Hose, was ich auch von Shein habe, also die finde ich sehr, sehr cool und ja, ist auch sehr, sehr bequem. Ja, das war schon mal das erste Teil. So, dann komme ich jetzt noch kurz, was ich aus Pull & Bear habe. Und zwar dieses T-Shirt hier. Das habe ich halt aus der Männerabteilung. Ihr kennt ja bestimmt die Serie Stranger Things. Und gerade bringen die schon irgendwie viel raus, wo eben die Charaktere oder sowas drauf sind von denen. Und das fand ich unnormal cool. Also das ist ja so ein bisschen Oversize, also XS in Oversize, also das stand ja auch so drauf auf das Etikett. Und ja, ich fand es mega cool und ich habe es mir halt dort aus der Männerabteilung geholt gehabt. Ich finde es sehr, sehr cool. Vor allem auch eben zu der Jeans könnte ich so tragen, entweder wenn es auch cropped angezogen haben möchte, kann ich es ja auch wieder so anziehen, wie ich es meistens ja auch eh gerne trage bei so Oversize-Dingern oder auch ganz locker innen drin etwas in der Hose oder auch eben zu Röcken oder irgendwie sowas passt auch bestimmt sehr cool. Ja, also ich finde es mega. Pull & Bear macht allgemein oder hat auch allgemein sehr gute Sachen. Also ja, dort habe ich dann dieses T-Shirt davon. Ich habe euch auch gerade schon die Größe gesagt, also Oversize XS. Ja, und ich hoffe, ihr versteht mich gut, denn meine Mutter hört nebenan im Wohnzimmer eben auch noch was zu, also im Fernsehen. ja, also ich hoffe, ihr könnt mich hier ganz gut verstehen. So, dann komme ich hier auch gleich zum nächsten Teil, und zwar so ein Nachthemd in einem Rot, was ich sehr, 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 sehr cool finde. Das hatte ich auch demnächst auch mal eben zum Schlafen an. Das Ganze geht mir so bis zu den Knien. Gerade kann ich es nicht so ganz zeigen. Ich kann nicht weiter zurückgehen. Aber ja, das ist so das Nachthemd, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich wollte eh schon immer mal so eins haben, so zum Schlafen, wo es dann auch eben ganz gemütlich ist, indem man nicht immer so einen Zweiteiler anhaben muss. Auch gerade für jetzt kann ich es ja gut anhaben. Denn in meinem Zimmer wird es ja nicht irgendwie zu kalt oder irgendwie sowas. Dann finde ich es bei mir noch angenehm, das so anzuziehen. Also ja, denn auch für den Sommer ist es irgendwie ganz gut, denn dort ist so, bei mir im Zimmer wird es halt immer sehr warm irgendwie und da fühle ich mich dann meistens so erstickt, dass ich immer eher irgendwas Lockeres anhaben muss beim Schlafen oder irgendwie sowas. Ja, also fand ich das hier irgendwie ganz passend und wie gesagt, ich wollte schon immer mal so ein Nachthemd anhaben und ich finde es sehr, sehr schön. Auch vom Stoff her, also dieses Silk, oder wie heißt es nochmal? Satin. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das hat ja auch natürlich diese Tasche hier, eben die Knöpfe. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr schön so. Und ja, das hatte ich auch die letzten Male auch beim Schlafen an. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. So, dann habe ich hier jetzt noch ein Kleid. So ein Satinkleid. Oder wie? Nee, Velour heißt es. Ich dachte mir, eigentlich sollte es eher so zu Silvester eher bestellen sollen, aber es war schon irgendwie etwas zu spät, weil das wäre auch ein sehr, sehr,
sehr, sehr schönes Kleid dazu. Das geht mir jetzt zwar bis zu den Waden so, aber nur der hintere Teil. Hier vorne ist so ein bisschen wie, also ist etwas asymmetrisch geschnitten, wie ihr es vielleicht so ganz leicht sehen könnt. Also das finde ich mega, mega schön. Und das hat hier so eine kleine Wickeloptik, was ich sehr, sehr schön finde. Und in so einem Rotton, mega, mega schön. Also das hätte ich mir echt vorher dazu bestellen sollen. Also ich finde es sehr schön. Das habe ich, glaube ich, auch in der kleineren Größe, da ich ja, wie ihr wisst, ja noch etwas so in der Abnehmphase bin. Also nach den Feiertagen wieder gerade jetzt in der Abnehmphase. Ja. Und ja, das dachte ich mir, behalte ich dann für das nächste Mal, also für so ein richtig schönes Fest oder irgendwie sowas. Das wäre dann sehr, sehr schön dazu, denn ein sehr, noch so ein schickeres Kleid, so in Rot, hätte mir irgendwie noch ein Kleiderschrank gefehlt. Also dachte ich mir dann halt so eins. Ja, das finde ich sehr, sehr schön und ja, liegt auch wieder sehr, sehr schön am Körper, sehr schön eng. Und ja, nur ja, da muss man halt eben so ein bisschen aufpassen, dass nicht alles immer so ein bisschen hochrutscht. Aber ansonsten passt das irgendwie ganz gut bei mir. Und ja, das betont dann auch sehr schön die Kurven, finde ich. Und ja, dann gibt es auch nur noch eine Sache. Die zeige ich euch aber natürlich nicht an. Aber eine davon habe ich ja gerade an. Und zwar diese Seamless Unterhosen. Die habe ich mir auch bei Shein bestellt gehabt. Und ich muss sagen, liegt echt angenehm. Ich habe gerade eine in Blau an. Gerade habe ich die ja in dem 5er Set gekauft gehabt. Also bestellt. Finde ich sehr, sehr gut. Und eben war auch gut, dass auch so ein eins in Nude mit dabei ist. Dass wenn man zum Beispiel weiße Kleider anhat, dass man eben so eins eben anhat. Und ja, Seamless passt ja immer gut, wenn es dann zu Sachen dazu anzieht, wenn es irgendwie so nicht durchdrucken soll. Also die hier finde ich gut. Also davon habe ich eh nicht so viele oder fast gar nicht. Also habe ich mir die eh bestellen müssen, denn solche finde ich auch etwas angenehmer als die mit einer Naht. Dann komme ich jetzt mal schnell zu den letzten Sachen und zwar jetzt zu Smilo Dogs. Also wow. Ich finde die Sachen sehr, sehr schön. Und zwar ist es einer der neuesten Kollektionen von Smilo Dogs, wenn ich mir da nicht täusche. Alles Genauere kann ich ja euch unten ja in der Infobox verlinken, wenn ich alles finde, auf jeden Fall. Also, das ist schon mal einmal die Leggings. Die finde ich mega. Warte kurz, ich gehe noch mal ganz kurz ein bisschen weiter runter mit der Kamera. Und zwar, die sieht so aus. Natürlich normale Sportleggings. Aber das Geile daran ist, das hat ja hier diese Cutout bis hier nach oben. Und diese Lavendelfarbe finde ich mega, mega schön. Und es betont auch sehr, sehr schön auch so den Körper, finde ich. Also sehr, sehr schön. Ich habe mich in das neue Set verliebt. Also natürlich, es wird zwar nicht als Set verkauft, aber so beides so zusammen finde ich mega, mega schön. Also ja, das habe ich einmal. Meine Größen sind ja natürlich wie immer dieselben. Hier ist es natürlich auch bei XS geblieben. Zum Glück hat es so diesen hohen Bund, denn ich mag es auch mehr, wenn es ein bisschen mehr high-waisted ist, anstatt dass es so bis hier ist. Also das ist so die Sportleggings, die finde ich mega schön. Vor allem, ich liebe diese Lavendelfarbe, also ja. Natürlich darf dann auch der passende Sport-BH dazu nicht fehlen. Also das hat ja auch denselben Namen wie die Leggings. Wie gesagt, ich verlinke euch alles nochmal alles genauer auch in der Infobox. Auch von den vorherigen Sachen, falls ich das davor noch nicht gesagt hatte oder sowas. Also ich versuche alles zu finden, um alles unten in die Infobox zu setzen für euch. Also das ist dann auch der Sport-BH dazu. Das habe ich auch in XS genommen. Ich finde es auch sehr, sehr schön, hier, dass hier diese Prints hat oder auch eher Löcher, eher gesagt. Auch natürlich diese Lavendelfarbe passt ja ebenso dazu. Und am Rücken hat es ja so diesen Loch hier. Das finde ich auch irgendwie sehr cool daran. Und auch ist crisscrossed. Finde ich auch mega.
Also ich liebe die Sachen von Smilodogs irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich jemals was anderes ausprobieren würde, aber ich mag deren Sachen sehr. Also auch Uwe fahre ich irgendwie. Sage ich hier nochmal kurz. Denn meistens gucke ich auch gerne die Dogs mit meinem Freund zusammen an. Bei ihm. Also ja. Also ich feiere die Sachen. Also ja, das ist schon mal die Sachen. Aber ich habe noch einen letzten Teil da und das zeige ich euch auch jetzt. Ich habe jetzt auch noch so ein Oberteil, egal ob für Sport oder auch so für die Freizeit. Also ich finde es sehr, sehr cool. Auch hier wieder das Vordere finde ich ganz cool. Also da muss man jetzt nicht, also das finde ich, müsste man jetzt nicht unbedingt für Sport tragen. Aber die Hose und auch eben der Sport-BH trage ich ja eben zum Fitness. Das könnte man ja auch so für die Freizeit eben tragen, finde ich sehr, sehr cool. Da muss man aber jetzt auch aufpassen, dass so ein bisschen see-through, also man könnte da leicht so ein bisschen was durchsehen vielleicht. Und hier das Teil sieht man ja auch ganz gut irgendwie. Aber ja, man muss eben die passende Unterwäsche dafür ja, natürlich anziehen. Also ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den Teilen. Also auch wenn es nicht viel ist, aber ein kleiner Haul ist es jetzt also doch noch entstanden und ich finde die Sachen sehr, sehr schön. Und es waren halt eben auch so Sachen, in denen ich mich so ein bisschen motivieren wollte. Also auch eben zum Beispiel die Sachen für Sport oder auch die Sachen, die ich auch noch haben wollte. Eben das Nachthemd oder irgendwie sowas. Oder auch Hosen brauche ich ja auch irgendwie immer, da ich ja ständig so am Abnehmen bin. Und da muss ich ja immer gucken, was mir so dann immer aktuell passt. Also ja, also ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und eine Frage an euch. Wollt ihr gerne mal, dass ich einen kompletten Haul nur aus Shein-Sachen mache? Wenn ja, gebt mir entweder einen Daumen nach oben oder schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Dann weiß ich es dann fürs nächste Mal. Dann mache ich es sehr gerne, denn wie ihr ja seht, bestelle ich dort irgendwie sehr gerne. Und ja, also wie gesagt, liked das Video gerne, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Wenn ja, und abonniert mich auch natürlich unten beim Abonnieren-Button. Da könnt ihr gerne draufklicken und natürlich auch die Glocke daneben. So verpasst ihr dann auch keine Videos mehr von mir, wenn was hochgeladen wird. Denn so werdet ihr auch natürlich auch benachrichtigt, wenn ich was Neues hochlade. Und ja, teilt mich auch natürlich gerne mit Familie, Freunden, wen auch immer. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich würde mich dann mal schon mal verabschieden. Ich lasse hier euch dann noch natürlich meinen Instagram-Namen da, denn dort könnt ihr auch immer alles aktuell mitverfolgen. Und ja, ich sage dann mal Tschüss und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bye!